Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Endless Space mit dem kleinen Update. Kleines gut. Galactic Statecraft, das wir heute spielen wollen. Mal gucken, nachdem wir letzte Folge diese zwei Systeme besetzt haben, ob wir das Ganze mal so ein bisschen entwickeln können und ob wir so ein paar neue Elemente auch erforschen können. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Dabei. Wir müssen den Zug beenden und schauen mal, was passiert. Ach so, ja. Wie ist denn so die Reihenfolge? Oh, schön. Wir sind letzter. Ordentlicher Platz. Dann. Moment, ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen. Für mich ist doch ein bisschen sehr laut. So, mal eben den Patrouille vorbewegen. Da können wir schon wieder was besiedeln. Was ist denn hier los? Ganz ehrlich, in den bisherigen Spielen musste ich immer ewig lange suchen, bis ich ein System gefunden habe, wo ich Planeten auch besiedeln konnte. Aber hier? Gar kein Problem. Unglaublich. Ja, da würde ich sagen, einen können wir aufdecken. Dann decken wir eine Anomalie auf. Ja, Donix. Okay. Wäre schön, wenn wir jetzt mal was anderes als Jadonix finden würden. Vor allem gehen wir mal eben kurz hier bei uns rein. Wir können einen weiteren Planeten besiedeln. Das haben wir schon in Auftrag gegeben. Und brauchen Wachstum. Ganz dringend Wachstum, damit wir auch noch ein Schiffchen bauen können. Ansonsten können wir jetzt am Anfang nichts machen. Dadurch, dass ich hier in der Technikansicht mir keinerlei Technik zugeordnet habe und wirklich alles erstmal entwickeln muss, ist der Start natürlich verlangsamt für mich und macht das Ganze etwas schwieriger, etwas fordernder, aber ich möchte das genau so haben. Ja, es ist nicht die schwierigste Art zu spielen, aber ja, etwas schwieriger zumindest. So, was haben wir hier? Keine weitere Sonde einsatzbereit, also gleich in der nächsten Runde. Und wir haben unsere erste Technik erforscht. Metallplasma. Wir können jetzt interplanetare Transportnetzwerke produzieren oder herstellen. Dadurch 3 Produktionen pro Bevölkerung mehr, sofern wir strategische Ressourcen auf dem Planeten haben. Und ansonsten eine Produktion pro Bevölkerungseinheit. Das ist ja schon mal was. Wunderbar. Ja, Ziel. Ganz wichtig hier. Ich habe früher ganz gerne hier das militaristische Ziel gemacht. Auch das, weil das relativ, so dachte ich, leicht zu erreichen ist. Außerdem, das ist nicht unwichtig, man kriegt 40% mehr Nahrung für Außenpostenplaneten. Das ist schon, was einfach die Entwicklung, also wenn man den Außenposten gebildet hat, hin zum System oder zum Planeten, erheblich schneller. Also das ist schon erheblich schneller. Ich mache aber ganz gerne mittlerweile das. Die Verräters Ruine, wenn ihr das Spiel selber gespielt habt oder die erste Staffel gesehen habt, dann war es immer so, dass die Verräters Ruine ein Planet war, der war meistens, oder ein System war, nein, ein Planet in der Tat, meistens nicht so besonders toll. Aber in diesem Fall kriegt man jetzt 2 Planeten und man kann da richtig was mit anfangen. Insbesondere, wenn man Schwierigkeiten mit den Piratenlager hat, wovon ich ausgehe, dass wir die über kurz oder lang bekommen, kann das Gold wert sein. Weil die Piraten sich in aller Regel, wer das übrigens lesen möchte, Moment, ne, kann das gerne tun, weil die Piraten, ja gut, 100 das in einem Sternensystem, habe ich noch nie geschafft als erster, immer sich ganz gerne auf diesen festgelegten Verbindungslinien zwischen zwei Systemen bewegen. Erst in höheren Leveln, also wirklich, wenn wir schon den 150. 200. Zug gemacht haben, nutzen sie auch Warp, um durch den freien Raum zu fliegen. Und Freitas Ruin ist immer erstmal außerhalb des einzelnen eigenen Systems. Man muss erstmal den Warp-Antrieb entwickeln. Und ist somit gerade dann, wenn man stark belagert wird von Piraten, ein gutes Rückzugsgebiet, um erstmal Flotten aufzubauen
um überhaupt sich erstmal so ein bisschen gegen die Piraten wehren zu können. Mal sehen, ob wir das noch brauchen. Wir schauen mal, jetzt habe ich erstmal angenommen, dass wir Verräters Ruin bilden werden. Haben jetzt Schöpfer des Reichtums geschaffen. Oder Schöpfer des Reichtums ist abgeschlossen worden, können wir nicht mehr erreichen. Und nun geht's weiter. So, wir haben jetzt hier sicherlich eine Sonde haben wir hier. Die könnten wir einsetzen, die müssen wir nicht einsetzen. Hier haben wir alles schon erforscht. Wie sieht's hier auf Hetze aus? Ist da was? Ich mache jetzt mal Folgendes. Eine haben wir ja noch. Das könnten wir kolonisieren. Was wäre da noch? Oh, Titan. Sehr geil. Wunderbar. Ja, und mit unserer Patrouille fliegen wir jetzt nach Hetze. Oder Hetze? Ne, Hetze, ne? Um in Hetze erst einmal die Kuriositäten zu erforschen. Denn das ist ein System, das haben wir schon. Das andere möchte ich noch. So, und wir werden die Drohnennetzwerke in der nächsten Runde haben, was schon mal sehr schön ist. Wir haben hier auf unserem demnächst kolonisierten Planeten haben wir strategische Ressourcen, sodass wir durchaus das interplanetare Netzwerk aufbauen können. Das internationale Netzwerk, ganz genau. Alien oder Schwätzer. So, ja, juhu, ausgebaut, spitze. Nein, es ist wirklich eine Menge wert. Ne? Also wenn wir hier mal drauf gehen, wir kriegen jetzt 10 Nahrung mehr. 10 Nahrung. Nahrung ist total wichtig, damit sich die Bevölkerung möglichst schnell reproduziert. Und natürlich 10 mehr Produktion. Dadurch entwickeln wir natürlich die Technologien auf dem Planeten umso schneller. Also schon als erster Schritt sehr, sehr schön. Und Phaeton, der zweite Planet, Phaeton 3 war das, glaube ich. Ne? Ja, Phaeton 3 wird jetzt kolonisiert. Ich würde gerne Idrisus auch nehmen, aber so weit sind wir noch nicht. Fliegen wir mit unserem Patrouillenschiff weiter und in die nächste Runde. So, da hat sich jetzt nichts weiter getan. Gut, Phaeton, in 3 Runden haben wir es. Hier sind wir dabei. Oh, warte mal. Wir beschleunigen das einfach mal. Klar, gestern, als ich die Folge aufgenommen habe, hatten wir nicht genügend Geld, also das, um das Ganze zu finanzieren. Jetzt haben wir es, wunderbar. So, haben wir hier noch? Machen wir weiter. Zwei Runden. Am Anfang, ihr kennt das, wenn ihr die erste Folge gesehen habt, ist das alles ein bisschen langsam. Das wird, also es passiert so relativ wenig. Ich verspreche euch, es wird noch mehr kommen. So, was haben wir hier? Wir können jetzt erstmal hier gucken, was haben wir da? Wunderbar, Hyperium können wir auf jeden Fall gebrauchen. Haben wir noch eine? Nein, wir haben keine weitere Sonde, müssen wir warten. Auf geht's. Hier kriegen wir jetzt den Planeten. Noch, naja, gut, dann nächste Runde. Jawollo. Und wir haben die Xeno-industrielle Infrastruktur erschaffen, was uns noch eine weitere Produktion bringt. Und wir können endlich Titan abbauen. Jawoll. Das sind die beiden Grundressourcen, ne? Die braucht man immer. Wenn du die nicht hast, dann kannst du das Spiel nicht gewinnen. Keine Chance. So. Was haben wir jetzt? Warte mal, das war jetzt... Der Planet war kolonisiert, genau. Die zerebrale Realität ist das nächste, was ich gerne hätte. Wunderbar. Dauert auch nur 3 Runden. Das beschleunigt sich schon alles ein bisschen. Das ist sehr, sehr schön. Dann hauen wir das auch noch raus und dann müssen wir demnächst mit der Forschung hier anfangen. Weil, ne? Die Endless Welt, Forschungspark der Endless und Welt der Endless möchte ich eigentlich immer haben, weil ihr seht es hier, je nachdem wie die Bevölkerung drauf ist,
ergeben oder auch besser, wenn sie so drauf ist, bekommen wir 20% mehr Forschung und Dust. Also durchaus nicht zu vernachlässigen. Dann mal weiter. Der Dimitri hat sich verbessert und wir werden als erstes auch hier, wir könnten Einfluss nehmen. Ja, Einfluss ist total wichtig. Ja, das ist wichtig, aber erstmal geht es wirklich um Produktion und Nahrung, damit wir vorankommen, damit sich unsere Planeten, egal wo, möglichst schnell entwickeln. Das ist das A und O, das wir im Moment benötigen, auch wenn das alles noch nicht so die wahnsinnige Auswirkung hat, weil wir auf unseren Planeten hier ja wahnsinnige Mengen an Bevölkerung haben, jeweils einen. Ja. Das wird besser werden und das will ich dann auf jeden Fall nutzen. Wir haben jetzt 2 Sonden zur Verfügung. Wunderbar, damit können wir einmal hier uns die Anomalie anschauen. Verstrahlt. Minus Wissenschaft, minus Essen, minus Zustimmung. Müll. Nerv. Deckt alle versteckten, isolierten Knoten dieser Konstellation auf. Sehr schön. Das ist eine Besonderheit, die wir jetzt haben. Und zwar, Moment, ihr seht hier Deki. Also, wenn ich Deki, Idrus, Hetze, Phaeton, wenn ich diese Planeten alle besitze, dann, oder ja, jeweils mit einem Außenposten belegt habe, dann habe ich diese Konstellation, die sich hieraus ergibt, eingenommen. Cetus. Ja? Und kriege einen Bonus. 15% mehr Dust. Natürlich ist sie momentan noch nicht vollständig entdeckt. Also wenn ich alle Konstellationen, alle versteckten Konstellationen, die jetzt gerade aufgedeckt wurden, wenn ich die alle besiedelt habe, kriege ich einen Bonus auf meine gesamte Produktion. Sehr, sehr interessant. Eine Neuigkeit, die gibt es überall, natürlich in allen, in der gesamten Milchstraße oder in der gesamten, ja, in unserem gesamten System, der gesamten Galaxie, überall diese Konstellation. Das, wie gesagt, ist eine. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, dann alles erforscht. Ne? Nein, hier war noch eine. Eine atmosphärische Kuriosität. Auf Hetze 2, was haben wir da? Dauerhafter Monsun. Ja, willst du mich verarschen? Ist ja nicht wahr. Minus 2 Zustimmung, aber auch mehr Futter. Gut, die können wir beheben. Jetzt fliegen wir hier hin. Nach Idrus, weil Idrus will ich auf jeden Fall besiedeln. Sobald, sobald wir jetzt die zerebrale Realität haben, haben wir Wissenschaft und Forschung. Dann haben wir also alle Bereiche, Essen, Produktion, Dust und Wissenschaft, ja, gepusht sozusagen. Wie lange brauchen Siedler 4 noch? Dann nehmen wir die Patrouille raus und nehmen den Siedler rein. Ja. So. Weil ich möchte, wenn wir die interplanetaren Transportnetzwerke und die Xeno-Industrie fertig haben, den Forschungspark machen. Und eine Patrouille können wir auch auf Heze bauen. Ne? Deswegen packen wir hier den Siedler rein, damit wir auf Idrinusus möglichst schnell kolonisieren. Denn die anderen Spezies, die sich mit uns battlen, die Horatio und so weiter, die schlafen nicht auf dem Baum, die entwickeln sich auch weiter. Heze haben wir jetzt entwickelt. Wir können natürlich hier erstmal unsere Basisgeschichten entwickeln. Moment, ruhig als erstes die Netzwerke, weil ne, wir haben Hyperium, also kriegen wir auch da den vollen Bonus. 3 pro Bevölkerung.
Hier kriegen wir einfach nur 10. Gut, jetzt haben wir, ist das Ganze noch ein gemäßigtes System, also kriegen wir nochmal 10. Kriegen wir 20 Bonus. Ist schon ganz schön. Kann man nicht meckern. Noch was? Fruchtbar, gemäßigt, Planet. Okay, 30. Das lohnt sich schon. Ist schon ziemlich geil. So, das haben wir also gemacht. Auf Phaeton wird jetzt der Siedler entwickelt. Spezialisieren können wir uns leider noch nicht. Sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen, oder? Können wir mit leben, wie sich das so entwickelt. Dann müssen wir mal so langsam, nachdem wir ja festgestellt haben, wir sind der Arsch der Welt, müssen wir mal gucken, wie es so im Innern aussieht, ne? Von unserem Körper. Sprich, wir müssen mal hier so ein bisschen dann erforschen. Weiter. Das Patrouillenschiff schicke ich nach Idrisus, weil wir haben hier noch Planeten, die wir erforschen können. Auf geht's. Beziehungsweise Kuriositäten. Öffentlich-private Partnerschaft, sehr schön, bringt mehr Wissenschaft. Und wir können die Tundra-Planeten kolonisieren. Hervorragend. So langsam kriegen wir Schwung in unsere Geschichte. Das haben wir jetzt in der Tat auch freigeschaltet. Hilfsmodul, Titanantrieb. Na, Bewegungspunkte 3. Ihr erinnert euch, 2 waren es und wir haben die, ja gut, die Reparaturbots brauchen wir jetzt noch nicht. Werden wir aber bald alles nutzen können. Wunderbar, weiter. Okay. Eine Quest ist gestartet, wurde Gerüchte über eine Akademie. Auch die ist noch aus der alten, aus der ursprünglichen Version. Wir sollen den Weg der Helden zurücklegen und 5 Kuriositäten erkunden, um einen Preis zu gewinnen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wahrscheinlich auch das wieder nicht. Weil wir nur ein Patrouillenschiff haben und dadurch, dass ich ja nun mal erstmal alles entwickeln musste an Technologie, haben wir einfach einen Rückstand. Kriegen wir so nicht hin, werden wir nicht hinbekommen, aber egal. Wir können damit leben. Das Spiel wird jetzt noch nicht gewonnen. Und jetzt seht ihr einen riesigen Einfluss der Industrie. Der wird nicht wirklich viel kleiner werden. Oder schon kleiner, aber nicht so, wie man es kennt. Aus den vergangenen Spielen oder aus der ersten Staffel, wo nachher alle nur noch militaristisch sind. Das ist hier nicht mehr der Fall. So, einmal hier Idrisus 4 erforschen. Titan-Verstärkermodul, schön. Für kinetische Angriffe war das. Und was haben wir hier? Na, gehen wir einfach mal hin. Den einfachen Pitchstrahl. Überall 100%. Das ist eine schöne Waffe, Waffenmodul. Energie, okay, kann man mit leben. Auch sehr gut. So, warte mal, dann würde ich ja sagen, hier. Wir brauchen noch 5. Ja gut, wir haben es gerade erst kolonisiert, ist normal. Soll sich erstmal noch entwickeln. Wie lange brauchen wir? Ja, die runden Zahlen hier, diese sehen jetzt erschreckend aus. Die werden sich aber sehr schnell nach unten korrigieren. Da brauchen wir noch 3. Das Problem ist einfach, dass wir im Moment noch keine Nahrung in ausreichendem Maße produzieren. Und deswegen haben wir so relativ, das seht ihr hier, einen relativ trägen Zuwachs an Bevölkerung. Na, jetzt immer noch 5 Runden, bis wir wieder die nächste Bevölkerung bekommen. Wie sieht es hier bei Hitze aus? 4 Runden. Ja, also ist doch schon alles recht langsam, denn wir haben es ja auch schon eine Zeit lang jetzt besiedelt. Wir brauchen einfach mehr Nahrung. Okay, Drohnennetzwerk auf Hitze ist fertig. Das ist schon mal ganz hervorragend. Alles klar. Sonst haben wir nichts. Machen wir weiter.
So, unser Siedlungsschiff ist angekommen, wird jetzt sofort sich nach Idrisus 2 bewegen. Sehr schön gemacht. So, und natürlich beschleunigen wir das Ganze. Oh, wir haben nur 256. Egal. Wir beschleunigen das Ganze auch. Wo wir was tun können, tun wir das. Aber ich habe im Moment keine weitere Sonde. Dann einmal weiter. Und hier erforschen. Ja, leckst mich an die Füße. Schon wieder was Negatives. Gut, wir kriegen mehr Geld oder Dust, aber weniger Produktion und weniger Zustimmung. Wir haben doch, also wir haben auf der einen Seite eine Menge Glück. Gut, wir haben natürlich das wieder mal nicht geschafft. Ist ja normal. Nächster Quest ist: Erkunde die drei angezeigten Systeme mit einer Flotte. Eins, zwei, drei. Ja, du mich auch. Alles klar. Das werden wir mit Sicherheit nicht tun. Dann soll ich dahin reisen. Mal ganz abgesehen davon, dass wir noch gar keinen Warp-Antrieb haben. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Einfluss und ein bisschen Titan bekommen, aber mehr auch noch nicht. So, aber dafür haben wir jetzt die drei Systeme auf jeden Fall schon mal in Besitz genommen. Hier sind wir jetzt, haben wir noch keinen Außenposten, beziehungsweise noch keine Kolonie, nur einen Außenposten. Aber, es entwickelt sich so langsam. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir möglichst schnell, wir entwickeln ja gerade diese. And of harmony, the unfallen greet you. Ja, die Ungefallenen. Die Ungefallenen sind ja an für sich ganz nett. Allerdings auch durchaus mittlerweile, na, wie soll ich sagen, die expandieren doch auch ganz gerne mal so ein wenig, ne? Also die sind nicht mehr ganz so die Lieben. Wir lassen sie erstmal noch links liegen. Können jetzt mediterrane Planeten kolonisieren, machen jetzt diese unsere Supermärkte. Und danach kommt der planetare Landschaftsbau. Den brauchen wir auch ganz dringend. Ne? Damit wir mal mehr Wachstum auf dem Planeten haben. So. Jetzt gucke ich noch mal eben, das ist bestimmt irgendwie das, ist das ein Fragesteller, das ist also nur ein Erforscher. Der guckt an, guckt euch das an, Expeditionsstärke für Kuriositäten. Vier! Leck, ja, Himmelarsch und Donnerwetter. Wir haben gerade mal zwei. Ja, die sind da so ein bisschen weiter als wir. Okay. Also, und wir haben die erste Nebenzivilisation entdeckt. Die Bagaba. Sehr schön. Wir können Verhandlungen aufnehmen. Aber wir haben noch nicht die Agrarwirtschaft. So ein Shit. Okay, müssen wir noch warten. Ist ja das nächste, was wir entwickeln, die Agrarwirtschaft. Wirtschaft. Wir müssen aber zusehen, dass wir da wegkommen, weil noch sind wir mit denen nur neutral. Das heißt, die werden uns angreifen, wenn wir uns da nicht wegbewegen. Am besten hierhin. Na? So, eigentlich wollte ich jetzt hier runter, aber ich möchte erstmal hier nicht angegriffen werden von den Bagaba. Sobald wir die außerweltliche Agrarwirtschaft haben, können wir mit denen auch das Loblied anstimmen und sich damit auf unsere Seite ziehen. Ihr kennt das. So, eine Runde machen wir noch. Schauen uns mal an, was jetzt passiert. Es passiert erstmal nichts.
außer dass unser Schiffchen noch mal ein bisschen weiter zieht. Und in aller Regel, wenn hier eine Nebenzivilisation ist, dann dürfte hier oder hier dürften irgendwo Piraten sein. Das werden wir herausfinden in der nächsten Folge. Ich sage bis hierhin vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Folge werden wir hier gucken, ne? Hier um Libra herum. Was ist da? Wir werden Idrus und Hitze weiterentwickeln und werden hier ins Innere vorstoßen. Na, das werden wir tun, denn wir dürfen 7 Systeme besitzen. 2 haben wir erst. Also, oder 3, fast 3. Idrus ist ja dabei, sich ja, zu entwickeln von vom Außenposten zur Kolonie. Und dann schauen wir mal weiter, wo unser Weg sich noch hinbewegt. Dicky möchte ich, könnten wir versuchen zu erreichen. Dann hätten wir sogar eine Konstellation, wenn wir da einen Außenposten haben. Müssen wir gucken, ob es sich lohnt. Egal, wir sehen das in der nächsten Folge. Ich wünsche euch bis hierhin alles Gute. Vielen Dank. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt mich weiter und seid in der nächsten Folge dabei. Bis dahin, tschüss, euer Alien.